In diesem Video erfährst du meine Top 3 Gründe, warum Chemondo eventuell nichts für dich ist. Die Gründe, die ich euch in diesem Video hier nennen werde, basieren auf meinen eigenen Erfahrungen, die ich mit Chemondo gemacht habe. Ich habe nämlich vor einiger Zeit mein Probeabo dort abgeschlossen und 4 Workouts mal beispielhaft durchprobiert. Dazu gibt es auch schon ein Video, das Ganze blende ich euch hier mal ein. Könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr möchtet. Kommen wir nun zum ersten Grund. Und zwar sind die Workouts für dich nicht intensiv genug. Das kann daran liegen, dass du während einer Übung, die du in einem bestimmten Zeitintervall ausführen sollst, dich nicht hart genug anstrengst. Es ist ja auch keiner da, der dir Feuer unterm Hintern macht und dir sagt, dass du Gas geben sollst. Bist du heiß? Bist du heiß? Aber sicher! Was für eine Frage. Natürlich bist du heiß. Wir legen los. Du musst also schon ganz von alleine Gas geben. Es kann aber auch daran liegen, dass das Chemondo Workout dir eine feste Wiederholungszahl vorgibt bei einer Übung. Sagen wir zum Beispiel 10 Kniebeugen. So, 10 Kniebeugen mit eigenem Körpergewicht. So, dann macht ihr das zusammen mit dem Influencer oder dem Promi, der das davor macht. Und dir wird auffallen, ja, das war jetzt überhaupt nicht anstrengend, ich bin noch nicht mal ins Schwitzen gekommen. Das wird daran liegen, dass diese Intensität nicht deinem Fitnesslevel entspricht. Das Problem mit der Intensität könnte man lösen, indem man zwar ein Intervall vorgibt, sagen wir 45 Sekunden, 30 Sekunden, eine Minute, und dann sagt, jeder macht so viele Wiederholungen, wie er kann, schreibt sich aber am Ende des Intervalls, während der Pausenphase von zum Beispiel 30 Sekunden, kurz auf, wie viele Wiederholungen er geschafft hat. Dann kannst du nämlich beim nächsten Mal, wenn du das Workout oder sogar nur die Übung wiederholst, einfach dir vornehmen, diese Zahl zu bestätigen oder im Idealfall zu überbieten. Denn der Sinn ist ja schon, dass man fitter wird. Wenn du das mit jeder Übung machst, hast du quasi eine persönliche Rekordliste für dich. Wenn du das so machst, sollte es dir helfen, motivierter in die Übungen reinzugehen und dich auch mehr in den Übungen anzustrengen. Kommen wir zum Grund Nummer 2. Die Schwerpunkte der Workouts entsprechen nicht deinen Wünschen bzw. nicht dem, was du brauchst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst die Ganzkörper-Workouts zwar den ganzen Körper trainieren, alles gut, aber oft ein Schwerpunkt zum Beispiel auf den Bauch gelegt wurde. Das habe ich daran erkannt, dass für den Bauch deutlich mehr Übungen gemacht wurden oder deutlich mehr Sätze gemacht wurden. Wenn du möchtest, dass der Bauch mehr Trainingsvolumen abkriegt als der Rest des Körpers, dann ist das ja wunderbar, dann ist das richtig für dich. Aber an sich würde ich darauf achten, dass der Körper einigermaßen ausgeglichen trainiert wird. Kommen wir nun zum dritten und letzten Grund. Und zwar ist dein Trainingsziel Kraft- bzw. Muskelaufbau. Das hier gilt vor allem für die Leute, die ein schon recht fortgeschrittenes Fitnesslevel haben. Jemand, der schon seit 2 Jahren ins Fitnessstudio geht und das Ganze auch immer solide, sagen wir mal, 3-mal die Woche durchgezogen hat, der wird beispielsweise bei Liegestützen ohne Probleme 30 Stück und mehr hinkriegen. Das wird also für einen Muskelaufbau oder Kraft, geschweige denn Kraftaufbau, wenn du irgendwie auf Maximalkraft trainieren willst, dir wahrscheinlich weniger bringen. Heißt nicht, dass es gar nichts bringt, aber es wird dann eher ein Schwerpunkt auf Kraftausdauer gesetzt. Und gerade die Workouts, die ich probiert habe, hatten eindeutig den Schwerpunkt auf Kraftausdauer. Ich möchte aber noch betonen, dass an Chemondo natürlich nicht alles schlecht ist. Ein lockeres Training ist immer noch besser als gar kein Training. Außerdem sind alle Übungen, die ich da gesehen habe, absolut gesundheitlich vertretbar vorgeführt worden und die kann man ohne Probleme nachmachen, ohne sich Sorgen um seine Gesundheit zu machen. Natürlich war hier und da vielleicht mal eine Kniebeuge, die vielleicht ein bisschen tiefer sein könnte, aber hey, selbst wenn ihr die nicht so tief macht, dann werdet es eurer Gesundheit nicht schaden. Außerdem muss ich zur Verteidigung von Chemondo sagen, dass alle Workouts, die ich probiert habe, ohne Home-Gym-Equipment stattgefunden haben, ja eigentlich sogar ohne Haushaltsgegenstände, also bis auf ein Handtuch. Und das macht es ja auch schwer, bei bestimmten Übungen verschiedene Variationen anbieten zu können, die jeden Fitnessgrad ansprechen. Also, Fazit, ich möchte Chemondo grundsätzlich nicht schlecht reden und ich kann es auch nicht allgemein allen abraten. Es gibt nur bestimmte Zielgruppen, die dort vielleicht nicht besonders gut abgedeckt werden. Falls irgendwer von Chemondo das sieht, nimmt es als konstruktive Kritik. Ich wäre sogar bereit, wenn ihr wollt,
euch dabei zu unterstützen, diese Lücken für diese Zielgruppen zu füllen, wenn ihr wollt. Wenn du unter die Zielgruppe fällst, bei der einer der drei Gründe relevant ist, dann würde ich dir entweder raten, eine Alternative zu Jimondo zu suchen oder Jimondo zwar zu nehmen, aber die Übungen auf deine Bedürfnisse anzupassen, wenn du kannst, indem du dir Gym-Equipment holst, also Home-Gym-Equipment holst und die Übungen so dir schwieriger gestaltest. Oder wenn du merkst, dass der Bauch zu sehr in den Schwerpunkt liegt, vielleicht das Bauchprogramm ein bisschen weniger machen und dafür die anderen Muskeln hochschrauben. Falls keiner der Gründe für dich relevant ist, weil dein Fitnesslevel noch recht niedrig ist und eigentlich jedes Workout für dich anstrengend genug ist, und weil du hoch motiviert bist und eigentlich bei jedem Workout bereit bist, Vollgas zu geben und dein Trainingsziel auch eher auf Kraftausdauer legt, dann ist eigentlich alles perfekt für dich. Dann würde ich sagen, go for it und zieh durch. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wenn ihr einen Mehrwert aus dem Video ziehen konntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, denn das würde mich motivieren, weitere Videos für euch zu produzieren. Gerne aber auch Feedback in die Kommentare, was ich besser machen kann, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid und wünsche euch noch einen schönen Tag.